Marco Buschmann, reden wir über die Rede von Christian Lindner hier auf dem Parteitag. Was war das für eine Rede, eine Motivationsrede? Ich hatte den Eindruck, vieles hatte man schon gehört auf Wahlkampfreden oder war da auch noch mehr? Naja, es ist sozusagen ja der Aufruf zur Wahl. Wir haben klargemacht, was uns wichtig ist, beispielsweise, dass in Deutschland investiert werden kann und dass wir den Investitionsstau bei den privaten Investitionen lösen, durch Entlastung von Steuern, aber auch von Bürokratie, dass wir den Klimawandel bekämpfen wollen, effektiv aber eben mit Technologie und nicht mit Verboten. Und dass das vielleicht gar nicht so neu klingt, ist ja kein Nachteil. Denn wir leben, glaube ich, in einer Zeit, wo die Leute sehr verunsichert sind. Viele fragen sich, wofür stehen überhaupt die Parteien? Man weiß gar nicht, wofür steht die Union, wofür stehen die Grünen, die SPD. Es ist doch gut, wenn es eine Partei wie die FDP gibt, bei der klar ist, wofür wir stehen. Man könnte aber natürlich auf die Idee kommen, dass eine Woche vor der Wahl eine Rede gehalten wird, die sich an die richtet, die unentschlossen sind und nicht die, die ohnehin schon eigentlich damit sympathisieren, die FDP zu wählen. War da etwas drin in Ihren Ohren, was sich wirklich an die gerichtet hat, die bis jetzt noch nicht auf die Idee gekommen sind, FDP zu wählen? Also Frau Römmel, das ist ja klar. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen zur Wahl gehen. Wir wollen unsere Demokratie stärken. Wir wollen, dass viele Menschen sich beteiligen und eine Partei finden, bei der sie sagen, da stehe ich zumindest im Großteil hinter. Wahrscheinlich wird man ja nie eine finden, wo man mit jedem einzelnen Satz einverstanden ist. Und deshalb wenden wir uns mit unseren Prinzipien und unseren Inhalten an viele, auch dieser unentschlossenen Menschen. Denn ich glaube, häufig ist es ja so, vieles im Leben ist ja dann doch wichtiger als Politik. Man kümmert sich um den Job, um den Garten, um die Kinder, man hat Corona viel um die Ohren. Und gerade in den letzten Wochen schauen deshalb noch viele Menschen, die sonst viel anderes in ihrem Leben zu tun haben, nochmal genau hin. Wer steht wofür? Und wir werben für unsere Prinzipien. Wir wollen nicht taktisch gewählt werden, wir wollen wegen unserer Inhalte gewählt werden. Und deshalb betonen wir die hier bei diesem Parteitag nochmal. Die schärfsten Angriffe in der Rede von Christian Lindner gingen in Richtung Union. Da hat sie auch den meisten Applaus gegeben, war der Eindruck von mehreren Zuhörern hier. Warum schießen Sie gegen die Union, wenn Sie doch gleichzeitig das als Ihr liebsten Koalitionspartner ausgemacht haben? Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Es gab natürlich auch viele Klarstellung in Richtung Grüne, auch in Richtung SPD. Christian Lindner hat viel über die Finanzpolitik gesprochen, hat die Unterschiede zu den Grünen, die auf Schulden setzen, klargemacht, hat die Unterschiede zur SPD, die auf höhere Steuern setzen, klargemacht und hat dann an einer Stelle einen Punkt angesprochen, der vielleicht auch ein bisschen etwas anderes war als nur Inhalte. Nämlich, dass die Union glaubt, uns vorschreiben zu können, wie wir uns aufzustellen haben. Und das ist noch ein bisschen was anders. Das ist so ein sich erheben über andere. Und dass wir uns das nicht gefallen lassen, hat Christian Lindner klargemacht. Und ich glaube, das war der Grund, warum der Parteitag so besonders darauf reagiert hat, weil das nicht nur eine inhaltliche Frage ist, sondern auch eine Frage des Umgangs miteinander. Und alle demokratischen Parteien sollten sich, finde ich, auf Augenhöhe begegnen mit Argumenten, um viele Wählerinnen und Wähler werben. Aber sie sollten sich nicht gegenseitig beschulen und Verbote erteilen. Und dagegen hat sich Christian Lindner gewehrt und damit hat er den Nerv des Parteitags getroffen. Es wird ja sehr viel gesprochen über die Möglichkeit und Unmöglichkeit einer Ampelkoalition, ob die FDP da mitmacht oder nicht. Ich frage Sie jetzt einfach mal als parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion. Sie arbeiten ja bereits, natürlich geht ja gar nicht anders, mit Grünen und mit SPD-Abgeordneten zusammen. Sie kennen die Abgeordneten Ihrer Fraktion gut. Wie ist denn da die Stimmung? Haben die Lust auf eine Ampel oder sagen die, wir können uns das nicht vorstellen? Also es ist ja so, wir sind ja in einer ganz besonderen Zeit und die Koalition, die sich da finden soll nach der Wahl, die muss ja ein inhaltliches Fundament haben, das, sagen wir mal, auch für 4 Jahre trägt. Und da ist es schon so, dass es große Unterschiede in der Sache gibt zu SPD und auch Grünen. Und dann muss man sich die Frage stellen, kann man da Wege finden, wie das über 4 Jahre hält? Und das ist natürlich mit der SPD deutlich schwieriger. Wir wissen ja, die nächste SPD-Fraktion wird ja noch linker werden als die jetzige. Und da müsste uns Olaf Scholz schon gut erklären, wie er mit einer noch linkeren SPD-Fraktion eigentlich eine inhaltliche Koalition schmieden möchte mit der FDP und den Grünen, die dann auch über 4 Jahre hält. Und das ist der Grund, warum wir da ein bisschen skeptisch sind und uns manchmal ein wenig die Fantasie fehlt. Das wird spannend auf jeden Fall in den Verhandlungen. Einmal noch zurück auf 2017. Wir sehen im Moment gerne die Bilder in Beiträgen von diesem entscheidenden Satz, den Christian Lindner damals gesagt hat. Sie stehen direkt daneben, während er diesen Satz sagt.
Was würden Sie sagen, wo ist denn der Unterschied heute, was die Stärke sozusagen der FDP angeht? Oder ich frage einfach doch erst, die erste Frage ist eigentlich, wie groß ist denn Ihr Druck, dass sowas nicht nochmal passiert? Also wir haben uns ja damals auch nicht gewünscht, dass das passiert. Aber Angela Merkel hat eine Verhandlungsführung gewählt, wo sie über Wochen alles fahrig hat laufen lassen, anstatt sehr früh mit den anderen Vorsitzenden die Frage zu erörtern, was sind eigentlich eure 3, 4 zentralen Punkte, die ihr braucht. Das wäre der richtige Weg gewesen. Wir haben Verhandlungsführung durch Herrn Altmaier erlebt, wo er den Grünen so weit entgegengekommen ist, dass es denen selbst schon unangenehm war. Denn eine Partei möchte sicher die eigenen Erfolge erkämpfen und sie nicht als Morgengabe entgegennehmen. Also da lief viel schief und alleine dadurch, dass diese beiden Player nicht mehr an Bord sind, dass wir es beispielsweise bei der Union mit Armin Laschet zu tun haben, mit dem wir sehr vertrauensvoll und gut in NRW regieren, dass wir mittlerweile auch im Parlament ja auch Gesprächskanäle zu den Grünen haben, wo die gemerkt haben, wir sind nicht irgendwelche bösen Menschen von einem anderen Stern und auch Leute bei uns gemerkt haben, die tragen jetzt nicht alle nur Pullis und Jesuslatschen, glaube ich, werden die Gespräche sehr viel konstruktiver. Das heißt nicht, dass sie einfach werden, aber sie werden wahrscheinlich lösungsorientierter und straffer stattfinden als dieses fahrige Getue von Frau Merkel und Herrn Altmaier. Wir werden es sehen. Wir werden überhaupt sehen, wer zuerst mit wem spricht. Das ist ja das Spannende dieses Wahlabends. Wir werden Sonntagabend, spätestens Montagmorgen ein bisschen mehr wissen. Marco Buschmann, ganz herzlichen Dank für das Interview. Danke, tschüss, Frau Grimm.